Ein flauschiges Hallöchen, ihr Süßen, und willkommen zurück zu The Inner World, der letzte Windmönch. Wir sind hier noch bei Laura, wo wir letztes Mal das mit der Serviceklappe gelöst haben. Da ändere ich lieber nichts mehr dran. Oh, schade, ich wollte es mir nochmal angucken. Na gut, wir wissen ja noch, wie es aussieht. Macht also nichts. Wir müssen immer noch gucken, dass wir sie versandfertig bekommen und dass wir das Ticket... Nee, falsch, das Ticket haben wir ja schon. Dass wir, wenn wir hier bei Robert sind, den Käfig für Huck bekommen. Den hier. Außerdem brauchen wir noch den Ausweis, der beweist, dass wir ein treuer Con-Royalist sind. Natürlich. Und dafür müssten wir Fogo loswerden. Aber ich weiß gar nicht, wie... Ich habe letztes Mal eine Sache nicht ausprobiert, nämlich ob ich mich bewegen kann, während Fogo sich aufregt. Stillhalten. Wir bringen das Ding ja aus, daraufhin entsteht dieses Dampfwölkchen und es pfeift. Und die Frage ist jetzt, kann ich während es pfeift... Kann ich währenddessen... Der Duft nach... Ich unterbreche das mal ganz... Fogo erst rüberkommen? Ja, bitte, mach mal. Sofort mit dem Pfeifen aufhören! Das macht Fogo irre! Kann ich währenddessen den Ausweis nehmen? Nein, er hat vielleicht diese beeindruckende Sonnenbrille auf, aber er ist nicht blind. Okay, das geht nicht. Kann ich währenddessen vielleicht das hier machen? Oh, das geht! Gott sei Dank. Umgebung gesichert. Fogo hat keine Flötennase gesichtet. War nur ein Teekessel. Fogo hat alles im Griff. Fogo immer noch... Das erinnert Fogo an das Blut seiner Feinde. Er sollte sich waschen gehen. War Fogo nicht vorher Bibliothekar? Das heißt, das Blut seiner Feinde wären theoretisch entweder Papierschnipse gewesen, die Leute ganz bösartig aus Büchern gerissen haben, oder aber... Das Blut, das aus Fingerkuppen fließt, wenn man sich am Papier schneidet. Aber soll mich nicht stören. Da ist jetzt Fogo drin, ja? Da führen zumindest die Spuren hin. Oh, wie hübsch. Ja, vor allem, weil Fogo hier scheinbar alles eingesaut hat. Au, aber warte mal, wenn Fogo nicht da ist, kann Robert sich Fogos Ausweis schnappen. Jawohl, wir haben einen Ausweis, sehr gut. Jetzt haben wir hier ein Duftwölkchen. Das nach Kräutern und Zitrone riecht. Wir brauchen aber noch den Geruch von Holz und Karamell. Ich weiß ja, wo Karamell herkommt. Kann ich das Ding... Ah nee, warte, da muss ich Huck. Mit Huck kann ich es drehen. So, pick mal bitte auf das Lüftungsrohr. Und wir können den Luftstrom im Rohr, können wir ja mit Laura manipulieren. Und irgendwie müssen wir dann allerdings die Holzspäne... Weil das müssen wir eigentlich theoretisch durch die Gepäckaufgabe vielleicht. Oder? Mal gucken, wie wir das machen. Ich wechsle mal kurz wieder zu Laura. Denn ich glaube, das hat irgendwas mit dem Rohr hier zu tun. Ich weiß noch nicht mit wem. Pfeil hoch, Pfeil runter. Gucken wir mal eben. Oh! Dankeschön! Die unfreiwillige Karamellbonbon spende nehme ich gerne an. Glück gehabt, so jetzt. Oh, da wurde ein Karamellbonbon angesaugt. Lecker, lecker. Okay, damit haben wir Karamell und hier haben wir Sägespäne. Kann ich die Sägespäne in eine Schüssel packen? Man kann nie genug panieren. Aber das ist doch ziemlich absurd. Ah, ich habe ja hier schon Säge. Kann ich die Sägespäne denn mit dem Karamellbonbon kombinieren? So richtig gut kleben die noch nicht daran. Okay, aber wir haben hier eine Heizung. Eigentlich könnte man jetzt ja auch sagen, komm, kau das Karamellbonbon, aber ich denke, wir müssen es... Können wir es vielleicht in die Schüssel tun? Das braucht keine künstlichen Zusatzstoffe. Schade. Dann mache ich es wohl einfach auf der Heizung weich. Jawohl. Die Heizung hat das Karamellbonbon zum Schmelzen gebracht. Und ich kann es jetzt mit den Sägespänen panieren. Oh, lecker. Da bekommt man noch richtig Lust, das zu kauen. Und das Ding ist, ich glaube, jetzt müssen wir das theoretisch wieder hier in den Lüftungsschacht legen. Das sollte klebrig genug sein, um nicht wegzufliegen. Gut, und jetzt müssten wir vermutlich... Damit hat es angesaugt, jetzt müssten wir vermutlich den Pfeil hoch. Aber eventuell muss ich auch zuerst wieder auf Huck, damit er das Ding umdreht, das Rohr. Oh nee, da haben wir es ja schon. Was da? Warte mal, da wechsle ich mal kurz auf Robert. Wir haben jetzt hier die Wolken. Einmal eine Wolke, diese braune Wolke aus Karamell und Sägespänen und die grüne Wolke aus Zitrone und Kräutern.
Und guckt mal, wie glücklich unser Herr Klein gerade aussieht. Er ist so happy. Ich glaube, jetzt können wir ihn dazu bewegen, dass er nach Hause geht und uns vielleicht den Vogelkäfig überlässt. Hoffen wir mal das Beste. Riecht ihr was? Das riecht wie zu Hause. Atemberaubend. Es reicht. Ich kündige den verdammten Job. Heimat, ich komme. Oh. Und du, Vogel, du bist jetzt frei. Da freut er sich bestimmt. Aha, na Vögelchen. Und wir haben ein Transportgerät für Huck, das ist sehr schön. Theoretisch haben wir jetzt alles, um Robert da reinzubringen. Wir haben ein Ticket, wir haben einen Ausweis, der uns als Con-Royalist auszeichnet. Wir haben einen Vogelkäfig, einen Versandkäfig für Huck. Andererseits könnte es sein, müssen wir Huck da erst noch... Mal ganz kurz, kann ich den benutzen? Ein genormter Versandkäfig. Kann ich den auf Huck... Nee. Ich weiß noch nicht, ob das reichen würde, deswegen gehe ich mal eben schnell mit Robert nach oben. Oh, jetzt kauft der liebe Herr Klein nach Hause. Das freut mich. Das freut mich ehrlich. Und das Vogel unten im Klo sitzt, das freut mich auch irgendwie. Der Vogel ist nämlich doofer. Theoretisch, selbst wenn es noch nicht reicht, sollten wir jetzt hier auf jeden Fall vorbei können. Moment, ich gehe mal hier vorne hin. Halt! Nasenkontrolle! Oh je. Aber kann ich ihn denn nicht... Okay, hier, Moment. Das können wir nicht. Weg. Okay, dann danke. Stets zu dir. Ja, ja. Dann halte ich dem jetzt einfach mal unseren tollen Ausweis unter die Nase. Guck mal hier, Wache. Hallo. Hallo, Nasenkontrolle. Ein Con-Royalist. Guten Tag. Dürfte ich den Sicherheitsbereich einmal inspizieren? Natürlich, Herr Focko. Warum habt ihr das denn nicht gleich gesagt? Und heil Emil. Ja, ja. Furchtbar. Okay, aber jetzt können wir hier tatsächlich überall hingehen. Das heißt, ich kann mir jetzt das Trinkpäckchen angucken. Da rein kann ich noch nicht. Da ist noch alles. Wir haben ja immer noch alles voll. Das heißt, wir müssen vielleicht auch einfach nur den Reisenden loswerden. Ein volles Trinkpäckchen mit genau 200 Milliliter Inhalt. Alles klar. Kann ich das haben? Das tue ich lieber nicht. Ja gut, dann unterhalten wir uns jetzt mit dem netten Reisenden, nachdem wir nochmal angeguckt haben. Ich glaube, er wartet auf die Abreise nach Alt-Aspen. Sieht ziemlich nervös aus. Ja, vielleicht können wir seine Nervosität beseitigen, indem wir ihn davon überzeugen, dass wir lieber nach Alt-Aspen reisen sollten. Hallo? Okay. Alles klar. Vielleicht hat er auch Angst vor den Con-Royalisten. Das wäre der arme Kerl dann. Seid ihr auch Con-Royalist? Natürlich! Heil Conroy! Heil Emil! Das heißt, ihr mögt keine Flötennasen? Ich hasse sie aus tiefster Seele! Und nun entschuldigen Sie mich. Ich muss mich aufs Warten konzentrieren. Ich frage mich, ob das so wahr ist oder ob es womöglich sogar ein Flötennäschen ist, das einfach auch nur so einen Nasenschutz übergezogen hat. Reden wir noch ein bisschen weiter mit ihm? Es sind viele Con-Royalisten unterwegs. Na, irgendwer muss ja für Ordnung sorgen und die Flötennasen besiegen. Also entweder ist er so nervös, weil er tatsächlich kein Con-Royalist ist und Angst hat, dass man ihm das vorwirft, oder er hat wirklich sehr seltsame Einstellungen. Fragen wir nochmal nach seinem Reiseziel, was sonst können wir auch schon machen, ne? Was wollt ihr denn in Alt-Aspen? Ich will meine Mutter besuchen und ein wenig die Architektur genießen, genau, ja. Warum stellen Sie denn so viele Fragen? Wollen Sie meine Platzreservierung sehen? Ja. Und ich habe mich genau an die Obergrenze für Flüssigkeiten gehalten. Ich war auch schon bei der Gepäckkontrolle. Sie können mir glauben, ich halte mich an Vorschriften. Also entweder ist er wirklich ein sehr, sehr überkorrekter Mensch oder er versucht einfach nur besonders korrekt zu sein, weil er Angst hat, erwischt zu werden. Dass er so nervös ist, macht ihn natürlich verdächtig für so einen erfahrenen Con-Royalisten wie uns. Okay, wir können Gepäckkontrolle, ich weiß gar nicht, oder seine Platz... Vermutlich müssen wir ihn wirklich dazu bringen, dass er seinen Platz gar nicht mehr einnehmen möchte.
Versuchen wir es erstmal mit der Platzreservierung oder mit dem Gepäck kommen. Gepäck zuerst. Warum gibt es denn hier eine Gepäckkontrolle? Och, die werden schon ihre Gründe haben. Ich habe exakt die erlaubte Menge an Flüssigkeit dabei. Ich halte mich an die Vorschrift. Andere durften auch schon nicht mitfahren, weil sie zu viel dabei hatten. Aber ich habe nicht zu viel dabei. Alles genau richtig. Ich bin ein gesetzestreuer Asposa. Ich sehe schon, wir dürfen ihm... Oh, ich habe da so eine... Wir haben doch noch die Spritze... Die sieht man jetzt nicht, aber wir haben ja noch die Spritze mit Flüssigkeit. Vermutlich müssen wir die da reintun, damit es eben nicht mehr genau die vorgeschriebene Menge ist. Das Gepäck kann jederzeit kontrolliert werden? Aber ja doch, es muss ja alles seine Ordnung haben. Oh, falls die Wache mich kontrolliert, werden sie genau die vorgeschriebene Menge Flüssigkeit finden. Denkst du? Kein Tröpfchen mehr. Oh, dem werden wir einen Strich durch die Rechnung machen. Dem armen Kerlchen hier. Die Frage ist, wie wir an die Platzreservierung kommen. Ob wir einfach nur das mit dem Gepäck ruinieren müssen? Und ob wir die dann automatisch bekommen? Oder ob er sie uns vorher schon zeigen muss und wir sie einfach mal einbehalten, weil Kontrolle und so. Könnte ich nicht zufällig euren Platz haben? Ich muss wirklich ganz dringend nach Altaspen. Nein! Glauben Sie denn, ich muss nicht ganz dringend meine Cousine besuchen? Wolltet ihr nicht eigentlich eure Mutter besuchen? Mhm. Ja, Mutter und meine Cousine. Natürlich, habe ich doch gesagt. Nun, wenn Sie mich jetzt entschuldigen würden, ich muss warten. So ganz gesetzestreu kann der nicht sein, wenn er so nervös ist und sich in Lügen verstrickt. Aber ich hoffe wirklich, es ist keine Flötennase und wir bringen ihn nicht in Schwierigkeiten. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit ihr mir den Platz gebt? Nein, meine Güte. Wenn Sie unbedingt einen Platz haben wollten, dann hätten Sie früher hier sein müssen. So wie ich. Ja, ja, ich gehe dann mal wieder, ne? Und lass dich warten. Nun denn, ich schätze, ihr müsst weiter warten. Ja, aber nicht mehr lange. Altaspen, ich komme. Tschüss. Verschwinden Sie endlich. Hey. Okay, mein Mitleid mit dir, dass du jetzt noch ganz lange warten. Ich versuche hier die volle Spritze. Das sind über 200 Milliliter. So viel dann zum Thema. Ich habe genau die erlaubte Flüssigkeitsmenge dabei. Wir hätten hier immer noch mal eine Spritze. Mal gucken, ob ich ihn jetzt nicht noch mal drauf ansprechen kann. Hallo, ich bin's noch mal. Nicht erschrecken. Warum sollte ich mich erschrecken? Ich habe keinen Grund, mich zu erschrecken. Wer will das wissen? Ein getreuer Conroyalist, der aber leider nichts Neues zu sagen hat. Na gut. Nun denn, ich schätze... Ja. Tschüss. Ja, ja. Verschwinden Sie endlich. Ey, sei doch nicht immer so unhöflich. Okay, jetzt können wir das eigentlich nur noch untersuchen. Das sind über 200 Milliliter. Genau so soll das sein. Ich habe jetzt im Prinzip fast alles, aber ich muss, glaube ich, noch... Ich gehe mal wieder runter. Ich mache das nämlich immer so ein bisschen wahnsinnig, dieses Überkopfstehen. Huiuiuiui. Man ist einfach so daran gewöhnt, dass alles auf dem Boden sich abspielt, ne? Okay. Hier war weiter nichts, was wir... Oder? Konnte ich mit dem Ketchup-Spender noch was machen? Das tue ich lieber nicht. Okay, dann nicht. Die Gepäckaufgabe. Theoretisch müsste ich jedoch den Versandkäfig, dass er einen Gepäckaufkleber bekommt, oder? Hey, Laura. Ich schicke dir Huck rüber. Alles klar. Huck, komm her. Okay. Jetzt ist Huck bei Laura. Na, wunderbar. Huck, du bist es wirklich. Meine Lieblingstaube. Das ist so herzig. Und jetzt haben wir den Käfig. Und Huck, ich glaube nicht, dass wir Huck tatsächlich in dem Käfig irgendwie einsperren. Da ist ein Aufkleber für den Versand nach Altaspen drauf. Kann ich den nehmen? Okay. Bräuchte ich denn jetzt nochmal den... Moment, ich kann... Ich mal hier rüber. Ich kann nur die Paketausgabe mir angucken, aber nicht den Käfig selber nochmal. Und Huck, was kann denn Huck hier drin Schönes machen? Kann er hier nochmal durch? Rein? Wie auch immer? Und? Er antwortet nicht, oder? Oh. Okay, wir müssen jetzt aber noch dafür sorgen, dass Laura auch hier durch kann.
Wir haben noch einen Versandaufkleber und eine Schüssel. Hier ist das Versteck, mit dem konnten wir aber nichts machen. Die Sägespäne, Heizung, Bohrtierchen. Ich lasse uns eben mal nochmal so ein... Damit kann ich neue Pakete anfordern. Genau. Drück. Ach so, richtig. Ich habe ja angucken gewählt. Drück, meine ich. Dann purzelt das hier raus. Auf diesen Knopf da unten. Und dann wird's abgeholt. Kann ich denn den Knopf auch so drücken? Das ging nicht, oder? Okay. Wenn ich auf den Knopf drücke, kommt der Greifarm. Wenn ich den Knopf drücke, kommt ein Paket. Da ist immer noch das Karamell. Paniertes Karamellbonbon. Lecker, lecker. Ich habe gerade so eine Idee. Wenn ich... Geht das denn? Ha! Der Knopf sitzt in der Falle. Perfekt. Wenn ich mir jetzt ein Paket holen lasse, geben lasse, bringen lasse, runterschmeißen lasse, wie auch immer, dürfte es doch eigentlich den Knopf... Genau. Nicht mehr drücken. Sehr gut. Meine Kutsche ist da. Perfekt. Ja, dann rein mit dir, liebe Laura. Mit der Kiste könnte ich nach Altaspen kommen. Ja. Geh da rein. Ohne Luftlöcher? Auf keinen Fall. Außerdem ignoriert der Greifarm Kisten ohne Versandaufkleber. Ja, aber den Versandaufkleber, den haben wir ja. Schade, der klebt nicht mehr richtig. Dann benutzt doch den mit dem Karamellbonbon. Der Aufkleber ist jetzt klebrig genug. So, und jetzt pack ihn auf die Kiste. Sehr, sehr schön. Wie kriegen wir da jetzt aber Luft? Ich meine, wir haben hier Bohrtierchen. Die stehen hier ja nicht umsonst rum. Vielleicht, wenn ich mit den... Warte mal, kann ich mir nochmal Sägespäne nehmen? Kann ich denn Sägespäne hier an die Kiste legen? Das muss nicht nach Altaspen. Kann ich denn hier Bohrtierchen und Säge... Ah! Ja, oh, sind die nicht süß? Sind die Kleinen nicht niedlich? Oh, sind die süß. Oh Gott, ist das herzig. Ja, ich bin kleine Bohrtierchen und wir machen Löcher in deine Kiste. Gut, dass ihr den Versandaufkleber nicht versehentlich da den kaputt gemacht habt. Oh, die sind so niedlich. Oh, ja, 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 wir sind kleine Bohrtierchen, wir sind süß. Oh, ich finde die so süß. Gott, sind die niedlich. Brave kleine Bohrtierchen. Jetzt müsste ich mich doch eigentlich verschicken können, oder? Nichts wie weg hier. Dieser Ort deprimiert mich. Yay! Und jetzt müsste doch eigentlich Huck... Pack mal die Schüssel hier bitte weg, Huck. Lass das. Das muss so. Vielleicht so nochmal? Eben. Hier steht schon eine Kiste für mich bereit. Aber Moment. Geh nochmal raus aus der Kiste. Geht das? So, jetzt geh bitte nochmal in die Kiste. Nichts wie weg hier. Dieser Ort deprimiert mich. Denn wir müssen ja erst noch für den Versand eingescannt werden. Und ich denke, das... So, jetzt darf Huck doch sicher den Knopf drücken, oder? Drück den Knopf, Huck. Drück ihn! Perfekt. Und er ist jetzt vermutlich auch noch schnell in die Kiste gehuscht. So. Ich hoffe, mit Laura waren wir wirklich... Aber eigentlich ist... Ich glaube nicht, dass man das falsch machen könnte. So, damit hätten wir jetzt Laura schon mal bereit. Und der Klein freut sich. Das ist so schön. Die Frage ist jetzt natürlich, wie kriegen wir eine Kontrolle da oben? Wechselgeld. Ich werde mal kurz die Spritze nochmal auffüllen. Das brauche ich nicht. Okay, die Spritze nochmal da unten auffüllen. Nur für den Fall, dass was schiefläuft mit dem guten Kontrollding. Das Pfützenwasser ist in der Spritze. Genau. Und ich schätze mal, jetzt darf ich oben mit dem Kontrolleur sprechen und mache ihn dann einfach darauf aufmerksam, dass der arme Mensch da drüben ein zu großes Trinkpäckchen hat. Zumindest hoffe ich, dass das so funktioniert. Hallo. Wie kann ich behilflich sein? Ganz genau. Der nervöse Fahrgast da drüben. Wir sind eigentlich schon ziemlich gemein, wenn wir das machen, aber es muss sein. Konroyalistenanweisung. Sofortige Gepäcknachkontrolle bei verdächtigem Individuum. Zugriff. Jawohl. Gepäcknachkontrolle.
Ich habe mich genau an die Vorgaben gehalten. Hey, zu viel Flüssigkeit. So dürft ihr aber nicht mehr mitfahren. Was? Nein, ich hab doch auf alles genau geachtet. Bitte folgt mir in den Kontrollbereich. Ach, das wird doch nicht nötig sein. Sehr verdächtig. Stillhalten. Was ist das jetzt? Flötennase. Ha, ich habe eine Flötennase gefunden. Oh nein. Mitkommen. Flötennasen kommen nach Oberasposien. Order von ganz oben. Du darfst in den Brunnen fallen. Nein, bitte. Ich habe Familie. Berichte. Flötennase entdeckt und abgeführt. Ihr habt dem asposischen Volk einen großen Dienst erwiesen. Oh mein Gott. Was passiert jetzt mit ihm? Ich meine, ich weise euch hiermit an, die Flötennase sofort freizulassen. Nein, Order von ganz oben. Oder seid ihr etwa Emil? Nein, Emil sah anders aus. Was habe ich getan? Da hing's jetzt ganz kurz. Es hängt hier gerade ganz fürchterlich. Tja, ich muss zugeben, ich bin erfreut zu sehen, dass doch noch etwas von meiner Erziehung bei dir hängen geblieben ist. Deine eigene Familie zu verraten. Es schwelt mir stolz das Vaterherz. Halt die Klappe. Nein, nicht du schon wieder. Ich muss schnell den Windmönch finden, bevor alle in den Brunnen gestoßen werden. Der arme Kerl da drüben. Ich hab's fast geahnt, dass es doch nicht sein kann, dass jemand, der wirklich gesetzestreu ist, solche Angst hat und so nervös ist. Aber jetzt hat sie wieder ein Plätzchen frei und wir können vermutlich das Trinkpäckchen sogar mitnehmen. Das tue ich lieber nicht. Aber wir hätten es leeren können. Okay, das heißt aber jetzt, wir haben alles. Wir haben ein Ticket und wir haben unser Gepäck aufgegeben. Und wir haben hoffentlich nur einmal kurz FPS-Einbrüche. Ja doch, so kann man es doch nennen. Einbrüche gehabt, denn gerade eben, es hing wirklich sehr. Das kann ja eigentlich fast nur kurz an den FPS gelegen haben. Ich weiß allerdings nicht, warum. Gut, dann würde ich mal sagen, zeigen wir Ihnen das Ticket und machen uns auf den Weg. Hallo. Ah, okay. Und heil Emil. Ja. Halt's für dich, ja. Wir verschwinden von hier. Augenblick, habt ihr ein Ticket? Ich hab's dir eben gezeigt. Selbstverständlich. Sehr gut, dann müsst ihr aber noch, jedenfalls, danke für euer Verständnis. Dann auf nach Altaspen. Hoffentlich kommen Laura und Huck auch gut an. Ja. So, weg mit uns. Hör zu. Ich weiß, du bist enttäuscht, aber ich habe mir das ganz genau überlegt. Was sollen wir denn mit noch einem Windmönch? Es ist bisher immer schiefgelaufen. Warum sagst du nicht einfach, wer du bist? Du wärst ein großartiger König. Och, woher willst du das wissen? Conroy hat immer gesagt... Du bist nicht mal in der Lage, eine Ameisenfarm zu beaufsichtigen, ohne dass am zweiten Tag eine Meuterei ausbricht. Aber Conroy ist nicht mehr da. Hör zu, Flötennase. Ich weiß, er war so schrecklich gemein zu dir. Aber du musst seine Stimme aus deinem Kopf kriegen. Hör auf mich, du wärst ein großartiger Herrscher. Du bist mitfühlend und klug, auf deine Art und Weise. Und so unendlich geduldig. Ich weiß, du wärst perfekt. Warum kannst du das nicht sehen? Hör nicht auf sie. Hör auf mich. Ich bin dein Vater. Hör nicht auf die Stimme in deinem Kopf. Nein! Was? Oje, der arme Robert. Bin ich denn jetzt schon wieder gleich? Es lädt? Laura, ich kann nicht.
Das Einzige, was ich weiß, ist, dass ich das nicht kann. Wenn wir den Windmönch erst gefunden haben, wird alles gut. Er ist sein Leben lang auf die Herrscherrolle vorbereitet worden. Und Emil glaubt an Windmönche. Wir haben bessere Chancen, wenn wir ihm so jemanden bringen, als wenn wir ihm eine Flötennase vorsetzen. Laura? Ist das ein Ja? Wir sind wieder Freunde, richtig? Was ist das hier? Oh Gott, was ist das denn? Wer auch immer du bist bei Mama Dola. Ich bin leider gerade beim Bingo. Aber du kannst mir gerne eine Nachricht da lassen, wenn du dich dadurch besser fühlst. Mama Dola, out. Okay, Mama Dola. Oh, das war die Frau aus meiner Vision. Sie hat mir gesagt, dass ich den letzten Windmönch finden muss. Die Bingo-Frau? Ernsthaft? War das derselbe Text oder hat sie deinen Namen eingefügt? Nein, sie wusste ganz genau Bescheid. Wir müssen sie finden. Wenn wir sie finden, dann finden wir auch den letzten Windmönch. Okay. Aber können wir uns vielleicht darauf einigen, dass wir, sagen wir als Plan B, den Basilen wieder zum Laufen bringen und Emil zeigen? Nur falls sich deine Bandansage als Sackgasse entpuppt. Du musst mir vertrauen. Du vertraust dir doch selber nicht. Wenn Emil dieses Metallmonster sieht, dann muss er die Wahrheit sehen. Okay, ihm scheint nur das Startmodul zu fehlen. Dann sollte der wieder schnurren wie eine Wollmaus im Mixer. Okay. An sich ist es ja nicht mal schlecht, einen Plan B zu haben. Ich weiß nur nicht, ob mir der Plan B gefällt, denn ehrlich gesagt, so wie Emil drauf ist, glaube ich, dass er durchaus dazu in der Lage ist, das Offensichtliche sich irgendwie anders zu reden. Eine Klappe, da sifft irgendwas raus, der Steckplatz. Ich würde ganz, ehrlich gesagt, ganz gerne zum Stadttor runter, weil ich habe da was gesehen, was ich kurz einmal anhalten muss. Tschüss, Laura, ich bin gleich wieder bei dir. Nase. Ist das nicht süß? Ganz löchrig. Einhorn. Oder gestreift. Willkommen in Altaspen. Wow, das ist das erste Mal, dass ich als Flötennase irgendwo willkommen bin. Altaspen hat sich nie dafür interessiert, wer du bist. Ich mag diese Stadt. Ein Hort für Andersdenkende. Pfui. Gut so. Du warst schon mal hier? Ich lese Bücher. Du liest gern? Toll! Ja, das stand in Verschwörungen und Explosionen, Band 4. Oh, du liest die falschen Bücher, ehrlich. Oh, Gott, meine Ohren ist ein Einhorn. Oh, und da ist tatsächlich Mama Dola, die Bingo-Frau. Und da unten sind Phosphos. Und ich darf sie endlich mal benutzen und mit ihnen interagieren und so. Zum Windbrunnen, oje, oje. Das wird böse. Schlafende? Aber ich finde das Einhorn ganz, ganz toll. Okay, hier gibt es unglaublich viel, was wir uns einprediger. Unglaublich viel, was wir uns angucken können. Und ich würde sagen, wir fangen erstmal da an, wo wir eben aufgehört hatten, nämlich beim Basilenfriedhof. Auch wenn es jetzt nochmal... Aber ich wollte einfach gerade eben nochmal in die Stadt, weil da das Einhorn war. Da hinten hängen Knochen und upsala, ein Pendel. Hack. Was haben wir denn da noch? Die Höhle. Ein Steintor. Eine Treppe, die wir nicht benutzen können. Ein Schweif. Den müssen wir vermutlich da irgendwann wieder anbauen. Ein Warnschild, das vor ich weiß nicht was warnt. Laura, boah, gucken wir erstmal in die Klappe rein. Da tropft was raus. Kann ich die denn aufmachen oder brauche ich dafür Hack? Ich kann doch nicht fliegen. Okay, hätte ja sein können, dass es sich streckt. Und was fehlt da? Was musste da nochmal rein? Laura kennt sich da besser aus. Okay, merke also, das Reparieren wird Laura übernehmen. Dieser Basil ist fast unversehrt. Nicht unbedingt vertrauenserweckend, oder? Damit warte ich, bis meine... Okay, okay. Das Pendel. Wirklich interessant. Kommst du denn an das Pendel ran, oder sind deine Arme dafür auch zu kurz, liebster kleiner Robert? Ich kann doch nicht fliegen. Okay, aber Hack kann gleich... Ih, da ist ein Auge. Für irgendetwas ist das sicher gut. Das müssen wir bestimmt einsetzen. Komm ich da ran?
Tatsache. An das Basilienauge komme ich ran. Das ist gut. Die Höhle? Sehr einladend. Naja, wie man es nimmt, ne? Das tue ich lieber nicht. Warum? Du könntest da reingehen, wenn sie schon so einladend ist. Okay, das Steintor, das wird vermutlich... Wo es da wohl hingeht? Hoffentlich in eine bessere Zukunft. Ich fürchte aber, wir werden es nicht aufbekommen, oder? Wie bekomme ich es nur auf? Ganz genau. Und hier kann ich echt nicht hoch? Doch, ich kann hier hoch. Da gehen wir aber erst gleich... Nein, nicht runtergehen. Da gehen wir noch nicht hoch. Schweif. Ein Büschel Haare ist lose. Dann nehmen wir doch das Büschel Haare, bitte. Sehr schön. Und hier ein Fernsprecher. Wohin denn eigentlich? Was für eine merkwürdige Apparatur. Das ist doch ein Dosentelefon. Das haben wir alle als Kinder mal gemacht. Zwei Dosen oder zwei Pappbecher oder Pappbecher, Plastikbecher nehmen, Löcher unten rein und dann Draht durchspannen und dann kann man ganz toll sich unterhalten. Meistens wunderbar über Distanzen, wo man sich auch so hätte unterhalten können. Hallo? Geht keiner ran. Na gut, wir gucken uns auch das Warnschild an. Da steht, Achtung, Ferngespräche. Oh nein, Ferngespräche! Ja, das sind die schlimmsten Gespräche. Dazu fällt mir nichts ein. Okay, ich würde noch ganz kurz jetzt da hochgehen, einfach nur um zu gucken, was sich da oben befindet. Oh, da sind Dinge. Lehm und hier ist... Ah, oh, da kribbelt's. Da drüben ist ein Zettel. Ein Phosphos heißt es, glaube ich. Wir gucken mal den Lehm eben schnell an. Es wird schon einen Grund geben, warum das hier ist. Ja, weil da Erde war und dann ist es nass geworden. Oh, wir haben Lehm, sehr schön. Und da ist ein Zettel, an den kommen wir wieder nicht ran, deswegen reizen wir ihn untersuchen. Aber er sagt vermutlich wieder nur interessant oder sowas. Da steckt ein Zettel. Oh, ja. Ich würde aber sagen, ich gehe noch mal kurz nach oben. Ich will nämlich schauen, ob ich mich hier irgendwie noch mal umgucken kann, ob ich was übersehen habe. Ich benutze mal eben... Nein, ich habe nichts übersehen, außer dass ich hier noch Hack sitzen habe, aber der macht ja weiter nichts. Dann würde ich aber sagen, wir freuen uns einfach darüber, dass wir in Altaspen angekommen sind, dem wunderbaren Städtchen für Andersdenkende, und machen an der Stelle erstmal Schluss. Hoffentlich schaffen wir es tatsächlich, alle Flötennasen zu retten, denn eigentlich sitzen jetzt ja schon zwei wegen uns im Gefängnis. Einmal die Bretter, die sich für uns geopfert hat, und einmal dieser sehr nervöse Fahrgast, von dem wir nicht mal den Namen wissen. Das ist so bitter. Ich hätte ihn wenigstens gerne noch nach seinem Namen gefragt, damit wir uns an ihn erinnern können und ihn... Na, ich hoffe einfach, wir finden ihn wieder und können ihm am Schluss erklären, dass alles nur fürs größere Gute war, dass wir eben sein Ticket gebraucht haben. Das Traurige ist, ich glaube, wenn wir ihm gesagt hätten, hey, wir sind Robert, eine Flötennase, wir brauchen das Ticket. Ich glaube, dann hätte er uns bestimmt geholfen. Ich mache jetzt aber, eben gerade waren die FPS wieder ganz, ganz unten. Das ist ein bisschen seltsam. Bevor hier jetzt wieder irgendwelche anderen seltsamen Dinge geschehen, würde ich einfach mal sagen, ich beende das hier jetzt. Ich bedanke mich dafür, dass ihr heute dabei gewesen seid. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Lasst mich gerne wissen, was ihr von Der letzte Windmönch haltet oder was ihr besonders schön fandet. Ich fand ja das Einhorn-Ding süß und ich freue mich, dass wir jetzt mit den Phosphos unter der Brücke hoffentlich interagieren können. Die Bohrtierchen fand ich auch besonders charmant. Ich finde die Bohrtierchen so süß. Ich kann mir nicht helfen, ich mag Bohrtierchen. Ja, macht euch auf jeden Fall noch einen flauschigen Tag, ihr Süßen, und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Bye, bye.